Kamo-Story macht aus, dass wir die Dinge, die wir dort dem Kunden anbieten, das heißt Engagement, Zuverlässigkeit, Kreativität, auch wirklich leben. Das heißt, der Kunde kann sich darauf verlassen. Ein Beispiel ist, dass wir ja Versprechen gemacht haben, innerhalb von 4 Stunden auf der Baustelle zu sein und ein Gerät zu reparieren oder es auszutauschen. Ich denke, das ist einzigartig in Deutschland. Das bietet keiner unserer Wettbewerber. Und das ist die eine Seite der Kramo-Story. Die andere Seite der Kramo-Story ist, dass wir das auch intern leben. Ich denke, wir haben etwas, wofür wir schon immer bekannt waren, auch übernommen. Das heißt, das ist hauptsächlich die Verlässlichkeit und ich glaube, das honorieren Kunden auch. Aber was wir dazu getan haben, was wir drauf gesattelt haben, ist ein deutlich größeres Produktportfolio und Dienstleistungsspektrum. Das heißt, wir sind jetzt in der Lage, Hebebühnen anzubieten, jegliche Tools auch für den Innenausbau. Wir sind in der Lage, modulare Raumsysteme zu stellen. Und ich denke, gerade was die Serviceleistungen angeht, haben wir unser Spektrum sehr, sehr stark erweitert. Zum Beispiel Sicherheitsschulungen, Sicherheitstrainings und Trainings jeglicher Art für die Kunden, die auch gut angenommen werden. Ich denke, aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung und Mobilisierung wird das Arbeitsleben sich schon stark verändern. Und das Stichwort ist da vielleicht das Internet der Dinge. Das heißt, alles ist mit allem verknüpft. Und das führt zu einer hohen Komplexität. Das heißt, wir brauchen sicherlich Menschen, die Lust und Spaß daran haben, diese Komplexität zu managen und sich daran auch selber weiterzuentwickeln. Wir sind ein wachsendes, dynamisches Unternehmen. Da ist viel Raum, Dinge zu gestalten, Dinge zu bewegen und Verantwortung zu übernehmen. Und das tun unsere Mitarbeiter auch. Wir haben sehr direkte, unmittelbare und ehrliche Kommunikation. Wir haben kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien. Insgesamt, denke ich, haben wir ein gutes Team, was sich auszeichnet durch Expertise und Dynamik. Wenn Sie sehen, was sich in den letzten Jahren da entwickelt hat, nehmen wir nur mal die letzten 10 Jahre, das ist ein Quantensprung. Und ich denke, dass das auch fortschreiten wird, diese Digitalisierung. Oder nehmen wir ein Stichwort zum Beispiel, wenn Sie an das Internet der Dinge denken. Das heißt, Dinge sind miteinander verknüpft, melden sich untereinander. Alles ist miteinander verknüpft. Und das ist schon sehr komplex. Und es ist schwer, auch auf der Baustelle für einen Bauleiter beispielsweise, eine solche Komplexität zu managen. Das heißt, er braucht einfach Partner an seiner Seite, die ihm dabei helfen können.